So. Ich muss euch mal an was teilhaben lassen, nämlich an der Sonne zum einen. Zum anderen so an, ihr wolltet wissen, was ich wahrnehme, ihr wolltet sehen, was ich so mache. Folgendes. Also im Moment ist das gerade wirklich ein kleines bisschen abenteuerlich hier, weil ich hier auf diesem Board sitze. In der Bucht von Poyenza. Mit Handy. Sehr gute Idee, aber wenn man im Flow bleibt, habe ich mir gedacht, kann man es ja mal riskieren. Und ohne Risiko ist das Abenteuer langweilig. Und für euch riskiere ich das ja gerne. Ich möchte euch das hier mal zeigen. Das ist... Hallo! Ist jetzt die Übertragung abgebrochen? Nein. Das ist die Felix, von der ihr auch in König im einen Tag in Nanny lesen könnt. Dieses Boot, auf dem der Thomas, der da vorne rumfläzt, der Aigi, der Aigiland-Aigi aus 2020. Das Leben ist schön! Das Leben ist wundervoll, weil alles kommt, wie es soll. Halleluja! Da sitzen Pierre und Irene, Katie, Lucia und Emma. Und irgendwo da hinten sitzt auch die Nadja noch da drin. Und ich wollte euch mal zeigen, was ich hier so mache und wie ich das gerade wahrnehme. Also ich will hier ja gerade hier Let's Play machen. Was ich zeigen wollte, war Folgendes. Ich habe in den letzten Wochen im Wintermodus, habe ich viele Let's Plays von Gronkh geguckt und unter anderem halt eben auch Just Cause 3. Das ist so geil. Also A, wer das nicht kennt, kann es sich einfach mal, ne, braucht sich keiner das Spiel zu kaufen, einfach mal bei YouTube Gronkh Just Cause 3 eingeben. Dann kann man sich das einfach so angucken, wovon ich spreche. Andere Erfahrungen mit dem Spiel habe ich bisher auch noch nicht, weil ich nur Just Cause 2 auf der PlayStation 3 habe, weil es das Just Cause 3 für die PlayStation 3 nicht gibt. Ne? So. Also A ist aber die Grafik in dem dritten Teil schon extrem geil. Die Landschaften, die Insel, wo der die ganze Zeit drüber fliegt. Und ich bin hier gerade voll in Just Cause 3 gelandet, nur halt eben ohne das ganze Rumgeballere und rumgeseppe und ich habe keinen Wingsuit noch nicht und keinen Fallschirm noch nicht und auch nicht so einen coolen Haken noch nicht und aber ich habe das da. Ich habe eine Kulisse, die mich so extrem an dieses Spiel erinnert und nicht nur wegen der Häuser, sondern wegen der Parabolantennen, die da drauf zu sehen sind. Überall. Und im Spiel muss er diese Parabolantennen immer zerstören. Und irgendwie ist es bei Gronkh im Let's Play auf jeden Fall so, dass er so ziemlich kein Problem hat, diese Parabolantennen zu finden und kaputt zu machen. Sehr wohl aber andere Sachen immer wieder mal suchen muss. Wo ist die Statue? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Wo sind die Öltanks? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Wo sind die blöden Lautsprecher, wo die Stimme von dem Blödmann da immer rauskommt? Ja, wo ist es? Wo ist es? Da suchst du da rum. Du bist voll im Spielmodus, bist aber voll in hier und jetzt. Und darum geht es beim On-Mind-Gaming. Um die Konzentration aufs Hier und Jetzt und aus dem, was man vor der Nase hat, das Ganze wirklich spielerisch wahrzunehmen und damit spielerisch umzugehen und damit ein völlig anderes Leben zu führen mit einer sehr, sehr hohen Aufmerksamkeit. Nämlich voller Konzentration, so voll konzentriert, wie wir vor einem Computermonitor sitzen, wenn wir ein Spiel spielen. Nur halt eben hier in der Friedensversion, mit der Friedensmod, keine Waffen, kein Schnickschnack, hier ist alles freundlich, wenn man hier Leuten, ne, den schlägt man, sagen wir hier, den Stinkefinger oder ballert die wie Nonnen, tackert die an die Wand oder so. Auch geil. Aber hier winkt man und es wird zurückgewunken und man grüßt freundlich und es wird freundlich zurückgegrüßt. Und das Ganze nennt sich eben Real Life, Realität, aber eben
als Spiel. Und es macht gerade für mein Auge, für mein Gehirn, für das, was da hinten ankommt in der Zirbeldrüse, nicht den geringsten Unterschied, merke ich halt eben, weil die Grafik in dem Spiel schon so geil, so echt, dass das aussieht wie in dem Spiel. Also irgendwo warte ich gerade drauf, dass irgendwo wie bei GTA 5, wo es sehr ähnlich ist, hier gerade irgendwie ein Auto über den Hügel geballert kommt und irgendeinen Stunt hinlegt oder so und keine Ahnung. Versteht ihr, was ich meine? Das, was da zu sehen ist, ist für alle zu sehen. Aber wie der Einzelne das wahrnimmt, was er sieht, das macht den Unterschied. Und im Spiel ist hier alles möglich. Da sehe ich hier, was ich will. Ist da ein Hai? Ist da ein Hai? Gibt's hier Haie? Ich habe keinen Hai gesehen. Ich kack ab. Da war gerade eine Finne. Da wieder. Wie krass. Oh Gott, vielleicht sterbe ich gleich in dieser Live-Aufnahme. Aber man weiß es nicht so genau. Das Leben ist ein Abenteuer. So, ja, das war's gerade einmal einfach hierfür. Tschüss mit der F, macht's gut. Wenn ihr Bock habt, lasst euch hier aussehen. Geht sich auf jeden Fall schon mal sehr relaxed an. Und das ist erst der Anfang. Und ja, genau das machen wir jetzt immer weiter. Ihr Hippies. Und da soll mir mal einer erzählen, dass das kein geiler Sommer wird. Zumindest für die, die mitmachen. Seid dabei, ne, findet euren Weg, macht euer Ding und dann gesellt euch gerne mit uns zusammen, wo auch immer wir auf der Insel sind. Ihr werdet uns finden. Wir sind viele. Es ist erstaunlich, wie viele wir quasi schon sind, ohne dass es irgendwie ersichtlich ist. Aber sehr interessant. Wie gesagt, wenn jeder auf seinen eigenen Beinen zu gehen lernt, dann ist das mit der Vernetzung hier dann live auch überhaupt gar kein Problem mehr. Kein Platz ist die sich umstellen wollen und hier geht es wirklich darum, selber den Arsch hochzukriegen, sein eigenes Spiel anzufangen zu spielen und endlich mal leben zu lernen. Ja, und trainieren. Ne? So. Tschüss mit F, das war's, bis dann. Tschüss mit F. Tschüss mit F. Tschüss mit F. Wenn dir dieses Video gefallen hat, like es, teile es, kommentiere es. Wenn nicht, pssch. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Video. Play online.